Everything changes. Halli, hallo, Hallöchen, wir spielen wieder LS17 und machen wieder Mod-Vorstellung vom Mod-Contest. Und zwar haben wir uns heute ausgewählt den Grantis Kotte VT 14.000. Und ja, das Ding hat eine Arbeitsgeschwindigkeit von 10 km/h, 120 PS werden benötigt, Arbeitsbreite 12 Meter und die Kapazität, wer dachte es schon nicht, 14.000 Liter. Aber wir schauen uns das mal im Shop an. Und zwar haben wir da noch Konfigurationsmöglichkeiten. Wir können einmal hier Standard mit Schlauch, das ist der grüne Schlauch auf dem Bild, was wir da sehen, oder Schlauch und Warntafeln. Denn ist ja eigentlich so, wie dort auf diesem Bild zu sehen ist. Aber ich habe natürlich alle drei gekauft. Also hier ist einmal ohne Schlauch. Mit Schlauch. Mit Schlauch und Warntafeln. Und hier hinten. Da kommt natürlich hier die Gülle raus, ne? Hier von Nummernschild VT140. Also hier kann man schon irgendwie ein bisschen ableiten. So, und ich habe dazu noch einen John Deere genommen. Den habe ich ja schon vorgestellt. Der ist auch hier beim Contest dabei. Und mit denen wollen wir natürlich mal das Teil hier bewegen. So, wir fahren da mal zum Kuhstall hier. So, Rundumleuchten hat natürlich bloß der Johnny. Und ja, aber beleuchtungstechnisch ist hier dieser Kotte eigentlich nicht schlecht. Wir blinken da mal, auch das funktioniert bremslich tippitoppi. So, ich finde das Teil, ich finde es hier immer cool, hier diese Fässer mit den fetten Rädern. Das mag ich ja. Den ganzen Tag hier am liebsten Gülle fahren. So, wir sind mal gespannt, ob der Schlauch eigentlich bloß zur Ziele ist oder zur Ziele ist oder ob da wirklich ja, ob der jetzt hier ausgelegt wird zum Pumpen, aber ja, auf jeden Fall so mit den Warntafeln und den Schläuchen macht das natürlich ein bisschen was her. So. Nein, die wird natürlich bloß so voll gepumpt. Jetzt müsste das Ding natürlich hier noch ein bisschen in die Knie gehen, wenn wir das voll machen. Wenn wir darauf achten. Geht er ganz langsam runter, meiner Meinung nach. Okay, mehr ist leider nicht drin. Bei den Kühen drin. So, und jetzt können wir das natürlich hier irgendwo ausfahren. Irgendwo ist natürlich gut. Da ist das Feld voll pappeln. Aber hier, ich habe hier oben mein Testfeld. Vielleicht können wir da mal schauen gehen. Auf jeden Fall, was mir da irgendwie ein bisschen fehlt, ist da eigentlich so eine Zapfwelle. Wie pumpen die jetzt? Ist das da die Pumpe? Geht das? Wie wird denn die angetrieben? Elektrisch oder was? Also so eine Welle fehlt mir auf jeden Fall noch. Kann aber sein, damit die irgendwie anders, weil das ist ja noch so eine Pumpe eigentlich dran. Wird die wahrscheinlich damit angetrieben. Hier das rote Teil, was da dran ist, das ist eigentlich so eine Güllepumpe, sag ich mal. So, wo bin ich denn überhaupt? So, und so sehen wir noch ein bisschen den John Deere nochmal im Einsatz. War natürlich auch ein cooler Mod, habe ich schon vorgestellt. Könnt ihr auf meiner Seite noch finden. Aha, wir müssen hier lang. So, jetzt steht da dran natürlich 12 Meter Arbeitsbreite. Oh, mal schauen. Wir schmeißen das Ding mal an, okay. Ist natürlich jetzt hier schon gedüngt. Jo, eigentlich jetzt so nichts Spezielles. Funktioniert auf jeden Fall. Düngt. Ja, viel mehr gibt es da eigentlich gar nicht so zu sagen zu diesem Mod.
So, wenn ich hier den Helfer mache, fährt er nämlich nicht weiter. Wir lassen hier die Gülle flutschen. So sieht das eigentlich aus. Schön, schön. Das wird mein Titelbild hier. Und ich denke, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Hier beim Mod-Contest testen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.